Hofgeschichten. Heute bei den Sandmanns ist der Klauenpfleger da. Aber die Kühe haben überhaupt keine Lust auf die Aktion. Komm, langsam, langsam. Ist immer noch ein halber Meter hier. So, ey, ey. Auf Hof Berg muss René Kohler eine Maschine prüfen. Quark hatte geschimmelt. So, und hier drin haben wir in der Vergangenheit immer wieder Verunreinigungen entdecken können. Im Harz bauen sie einen Treckermotor ein. Da ist genaues Arbeiten wichtig. Also ich wollte mich mal bei Wetten, dass bewerben um Stricken mit Radlader. Und auf dem Ziegenhof wollen sie neue Fotos machen, aber die Tiere halten nicht still. Knuddeln mal ein bisschen mit den Ziegen. Kuscheln, streicheln. In der Gärtnerei Sandmann müssen heute die 7 Mutterkühe zur Pediküre. Julian Becker ist hier für die Fleischrinder verantwortlich und hat die Klauenpfleger nach Ochsenwerder bestellt. Die Klauen wachsen halt die ganze Zeit und in der Natur brechen die dann halt ab, wenn die zu groß sind. Und deswegen halt Klauenpflege, um das halt so rund zu schneiden und so zu kürzen, dass sie wieder bequem und gut stehen können. Die Klauenpfleger sind da. Ihren Chef erwartet hier keine leichte Aufgabe. Bei so einem Milchviehbetrieb, sage ich mal so, die Kuh geht zweimal am Tag in Melkstand. Die ist einfach viel mehr mit Menschen in Kontakt. Und da ist das Gerät dann nicht so erschreckend. Für die ist das immer so eine Sache. Für die ist das immer sehr aufregend. Und ein Rind ist ein Gewohnheitstier. Und was die nicht kennen, ist erstmal nicht so schön. Aber wir kriegen das hin. Julian ist noch skeptisch, ob seine manchmal eigensinnigen Kühe da mitmachen. Gut, ab. Da gehen sie rein. Hinten rein, das ist ein sogenannter Durchtreibestand. Wir werden hinten öffnen, die können sie hinten rein, vorne wieder raus. Das ist der Plan jetzt. Lass mal gerade kippen, dann kann ich runter raus. Ja, Moment. Marco Helmut Kehr war früher Koch. Seit 13 Jahren ist er selbstständiger Klauenpfleger. Ich habe selber ein paar Schafe gehabt. Irgendwann mal. Eins mal zum Geburtstag bekommen, dann kam das zweite dazu. Und da müssen die Klauen irgendwann mal geschnitten werden. Da fand sich keiner, das wollte keiner übernehmen. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeforscht und dann über die Landwirtschaftskammer erfahren, wo man die Ausbildung machen kann. Ja, mal reingeschnuppert und dann Blut geleckt, dann bin ich dabei geblieben. Komm, genau, langsam, 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 ist immer noch ein halber Meter hier. So, ey, ey, hey! Die ruhigste Kuh ist zuerst dran. Ihr Geruch im Klauenstand soll den anderen die Hemmschwelle nehmen. Ja, schiefgehen kann immer was mit Tieren. Also das Ausschließen darf man das nie. Aber solange man weiß, was man tut und die Ruhe bewahrt, sieht man ja, wird einmal kurz gezappelt und dann steht sie auch wieder brav. So, einmal die Flex bitte. In seinem Job muss er sich auch gut mit Anatomie auskennen. Also ich sehe allein, wie sie steht vom Winkel her, dass das noch stimmt. Dass das bei ihr eigentlich eher so eine kleine Schönheitskorrektur ist. Also wenn wir die Klauenpflege nicht machen würden, besteht halt die Gefahr, dass der Winkel sich verändert. Dadurch bekommen wir Fehlstellungen in der Klaue. Und dann zieht sich das letztendlich von unten hoch bis nach oben in die Schulter, in den Rücken. Dann steht das Tier schief, dann hat das Tier Probleme. Auch andere Paarhufer wie Ziegen, Schafe, Schweine und Mufflons gehören zu seiner Klientel. Und die Fingernägel schneiden letztendlich. Sie ist gleich fertig. Deshalb holt Julian schon die nächste Kuh. Nicht die Hörner fassen. Hey. Nein, oh Scheiße. Ganz ruhig. Aber die muss rein. Wenn ich hinten die Schnabelklaue sehe, hinten links. Ja. Die muss. Schnabelklaue heißt wie ein Entenschnabel, wenn die sich so nach oben biegt. Ganz in Ruhe. Ich weiß, Ruhe ist ein schweres Wort manchmal. Man muss die Tiere auch einfach ein bisschen so lesen können. Ich gucke eine Kuh an und kann relativ gut einschätzen, wie die drauf ist und was die machen wird. Da gehört auch ein bisschen eine Gabe zu. Hey. Hey. Bei diesem Hopp. Rind wird er noch sein ganzes Können aufbieten müssen. Hofberg mitten im schleswig-holsteinischen Dannau. Der Tag beginnt mit einer Streicheleinheit für Amaretto. Falk Teschemacher tut etwas für die Bindung zwischen Bauer und Zuchtbulle. Na, mein Guter. Und eigentlich ist er auch ein ganz Verschmuster und mag das gerne. Und jetzt, wo er im Stall schon eine Weile ist, da hat er sich schon wieder ein bisschen mehr an uns gewöhnt. Aber er brüllt mir auch immer hinterher, wenn er meint, er hätte mal wieder ein bisschen besseres Futter verdient. Das macht er schon morgens und abends. Und es ist immer ganz wichtig, dass ich hier meine Hand nie länger halte als so einen ganz kurzen Moment, wo ich wirklich das
in der, ja, im Überblick in der Kontrolle habe. Wenn er halt einmal den Kopf hochreißt, dann kann da schon mal so ein mittleren Knochen durchbrechen. Ne? Also das eine Bekannte hat das tatsächlich mal gemacht und die hat ordentlich gejault. Also nichts kaputt gegangen. Der hat halt auch gedankenlos, überhaupt nicht dran gedacht, ihn hier gestreichelt. Und das war aber dann gerade hier. Und dann muss er ja bloß einmal, weil er ein bisschen stärker, intensiver gekratzt werden will, den Kopf nach oben machen. Das ist ja gar nicht böswillig. Soweit denkt ja nur ein Mensch. Also das macht ein Tier nicht. Ein Tier macht das, was es gerade an Bedürfnis hat, das danach lebt es. Und dann kann es halt schon mal sein, dass dann man eine Woche einen blauen Fleck irgendwo hat. Wenn ich mich hier hinstelle, dann ist es auch schon Gefahrenbereich. Weil sein Kopf, der wiegt ja schon allein so viel wie ich wahrscheinlich. Und wenn er den mit seiner Masse, mit seinen Muskeln zur Seite haut, dann kann das schon mir ordentlich wehtun. Wirklich ernsthaft wäre das jetzt nicht, aber es ist so ein Bullebedarf, einfach immer eine gute Umsicht. Der zweite Betriebsleiter, René, sitzt heute Morgen im Büro. Er kümmert sich um Käserei und Vermarktung. Dazu gehört auch das Beantworten von Kunden-E-Mails, vor allem, wenn sie mal nicht zufrieden sind, so wie heute. Auf einem Quark gab es Schimmelflaum. Und sie fragen, ob der Quark genießbar ist und wie es dazu kommen konnte. Genau, das sehe ich jetzt. Letzte Woche ist dieselbe Frage so ähnlich mir schon mal gestellt worden, dass ich jetzt eigentlich mal überlegen muss, wenn es so eine Häufung gibt an Rückmeldungen, wo das herkommt, ob da vielleicht in der Produktion irgendein Fehler sich eingeschlichen hat, der dazu führen konnte, den man erklären kann. Manchmal ist es auch eine zufällige Häufung, die sich nicht erklären lässt. Aber ich würde da die Quarkabfüllmaschine wahrscheinlich gerne mal mir anschauen, ob die so sauber ist, wie sie sein soll. Wäre sie das nicht, müsste er möglicherweise sein Personal nachschulen. Aber jetzt erst einmal antworten. Ich schreibe dann eigentlich immer zurück, dass ich mich bedanke für die offene Rückmeldung, weil wir kriegen viel positive Rückmeldungen, aber eben auch diese Reklamationen, nenne ich das mal. Aber auch dafür sind wir dankbar, weil wir ohne diese Rückmeldung das gar nicht erfahren würden. Und auf jede positive Rückmeldung oder auf jede Rückmeldung gibt es vielleicht auch 10 Kunden, die unzufrieden sind mit dem Produkt, aber es gar nicht rückmelden und die das einfach stillschweigend akzeptieren oder nachher unsere Produkte nicht mehr kaufen. Das wäre total schade. Und deshalb freuen wir uns erstmal, bedanken uns, ermuntern auch dazu, diese Rückmeldung zu geben. Und dann schreibe ich Danke und dann sage ich, wie sich das erklären kann, dass es meistens mehrere Faktoren dazu gibt. Und oft entwickelt sich dann nochmal ein Dialog, dass sie auch dankbar sind, dass sie mehr über das Produkt erfahren, als sie vorher wussten. Da kann man mit mehr Wert sowohl für den Betrieb als auch für den Kunden daraus hervorgehen. Sicherheitshalber schaut er auch nochmal in die letzten Routineuntersuchungen des Labors. Das ist alles mit Häkchen und OK versehen. Das heißt, da gibt es keine Auffälligkeit. Das sieht hier im Papier erstmal gut aus. Gleich baut er in der Käserei die Quark-Abfüllmaschine auseinander und hofft, dabei keine böse Überraschung zu finden. Im Harz wird heute auf dem Hof von Daniel Wehmeyers Vater Dieter geschraubt. Im Schuppen steht der alte Hanomag-Trecker. Und der wartet seit einem halben Jahr auf einen frischen Motor. Daniel, sieht gut aus. Er ist da. Der ist ja wie neu. Heute soll endlich der Trecker wieder laufen. Das ist unser erster Hanomag, den wir hatten. Ja, das stimmt. Und ist der dritte Motor. Den haben wir aufarbeiten lassen. Er hatte zwischendurch noch mal einen LKW-Motor drin. Und jetzt ist wieder der Originalmotor da. Und der soll rein. Wenn wir so einen Oldtimer hier haben und können den wieder zum Leben erwecken, zum Laufen hinkriegen, das ist natürlich eine Freude. Ne? Daniel, rein hier den Apparat. Der 56 Jahre alte Apparat wiegt 5 Zentner. Ein 2,8 Liter Diesel mit 4 Zylindern und 50 PS. Doch jetzt muss dieser Motorblock erstmal exakt auf die Getriebewelle gesetzt werden. Zentimeterarbeit mit dem Radlader. Hier hoch, hier, die Spitze hoch. Ja. Langsam runter. Also ich wollte mich mal bei Wetten, dass bewerben, Stricken mit Radlader. Man kann den ganz exakt führen, aber es braucht Zeit. Es geht nicht auf Geschwindigkeit. Ja, jetzt ein bisschen vor. Halt. Das ist jetzt der schwierige Moment. Er muss vorne an der Schraube vorbei. Ja, ja. Wie weit kann ich noch nach hinten? Naja, er kann vor. Daniel, ein bisschen vor. Wir müssen noch 3 cm vorfahren. Ja, können wir ja. Passt ja. Komm langsam vor.
Ich will mir erst mal angucken. Ja. Ich sitze da ganz schön weit weg von dem Gestehen. Also die Kupplung ist zur Hälfte schon in der Glocke. Na? So einen Motor haben wir, glaube ich, schon 4-5 Mal ein- und ausgebaut. Wir fahren ja eigentlich nur Hanomax. Und nur weil sie die nicht mehr bauen, müssen wir jetzt Fendt oder John Deere fahren. Aber das haben wir schon öfter mal gemacht. Es ist keine Routine, es ist jedes Mal wieder ein neues Erlebnis, ob es passt. Weil zum Schluss muss die Kupplung auf die Getriebewelle rauf, bis zum Anschlag. Und das wird noch eine Herausforderung. Ja, der Motor muss schwebend da reingehen. Ja, ja, gut. Das muss ja, die Hochzeit muss ja freiwillig laufen, nicht mit Schraubzwinge. Nein, ist richtig, ist richtig. Ja, das war gut. Das war gut. Das war gut. Also, wenn man den Trecker, Getriebe, Fahrwerk und Kabine mit dem Motor zusammenschiebt, dann nennt man das ja immer Hochzeit. Und wir sind jetzt kurz davor, dass der Ehering drankommt und die sich das Ja-Wort geben, der Motor und das Getriebe. Manchmal reicht bei dem Hanomag ein Ruck mit dem Kantholz. Jetzt muss einmal schnackeln, dann ist es gut. Die drei vom Biohof Düner arbeiten mit Nachdruck an ihrer speziellen Hochzeit. Am Ende ist es ein Ruck von Hofmitarbeiter Hendrik, der Motor und Getriebe vereint. Lass mal hier was sehen. Daniel? Ja? Hi. Was? Er ist drin. Ist drin? Wir sind hier am Prökel und du hast eine reingeschoben. Ich hab eine reingeschoben. Und super. Geil. Super. Hendrik. Super, gut. Ja, aber das war die super. Zapfwelle. Die Bewegung an der Zapfwelle. Ach Mensch, manchmal ist es so einfach, ne? Jetzt ist er zusammen. Und wir haben es nicht gesehen. Hendrik, super. Nee, auf keinen Fall. Der bleibt jetzt zusammen. Der bleibt jetzt zusammen. Ja, jetzt muss nur alles angebaut werden. Kühler rein, Ölleitungen zusammen, ja. Strom und Diesel dran. Und dann ist fertig. Der schwierigste Teil scheint erledigt. Als nächstes muss der Motor aber auch anspringen. Auf Hof Sandmann in Ochsenwerder hat Klauenpfleger Marco keinen einfachen Job. Komm, einmal im Kreis. Einmal im Kreis, nicht in die Ecke. Komm, rum. Na nu, Mulle, komm. Nu, komm. Einmal drehen, komm. Ja, Milchkühe sind einfacher, ne? Ja. Auch nicht immer? Ja, doch, eigentlich. Also der Großteil schon, ne? Aber du hast da auch Sturköpfe. Mhm. Aber sie wird ruhiger. Sie lässt die beiden an den Kopf ran. Das ist einfach immer schnacken, 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 hat mein Ausbilder gesagt. Aber nur mit Schnacken läuft bei dieser Kuh gar nichts. Mit dem Seil muss nachgeholfen werden. Ah, oh, dobrze. Dobrze. Also, ich meine, wir hatten letztes Jahr eine Kuh, die war auch richtig störrisch. Ich hoffe mal, das war sie. Ich kann mich nicht ganz erinnern. Weil ich auch nicht. Für schwere Fälle hat er Medikamente, Salben und Verbandszeug dabei. Deutlich. Das ist die Problemklaue, diese Schnabelklaue. Hier sieht man deutlich, sie läuft hier hinten auf dem Bein jetzt. Das hängt in der Luft, dadurch wird das nicht abgenutzt. Jetzt begradigen wir das. Machen daraus wieder eine normale Klaue. Marco Helmut Kehr reist mit seinem Team in ganz Norddeutschland von Hof zu Hof. Als staatlich geprüfter Klauenpfleger geht er mit System vor. Wir schneiden in so einem 5-Punkte-Schema, nehmen erstmal vorne die Spitzen weg, arbeiten uns langsam weiter nach hinten, um den Winkel vernünftig zu stellen. Und hier, das, was ich jetzt hier mache, ist den Klauenspalt, den Zwischenspalt auszuschneiden. Eine Kuh ist ausgebüxt, die nächste Pediküre-Kandidatin. Hola, ganz ruhig. Sie ist nervöser, sie schnauft. Und dieses Schnaufen ist schon so ein Zeichen, Leute, bleibt mir vom Leib. Gefällt mir gar nicht, was hier passiert. Und da muss man vorsichtig rangehen, weil das kann ganz schnell gefährlich werden. Genau. Geh mal rein da, komm. Vorwärts. Vorwärts. Geh mal vor, Mulle. Okay. Geschafft. Das Klauenschneiden tut den Rindern nicht weh, sagt der Klauenpfleger. Und Wechsel. Jule. Jule. Sie ist schon 12 Jahre alt. Die älteste Hofkuh gehört quasi zur Familie.
Die ist von klein auf per Hand aufgezogen worden, die so unkompliziert, wie wir wollten. Jule wird niemals geschlachtet. Also wenn sie mal vielleicht ganz alt ist und todkrank, dann wird sie vielleicht eingeschläfert, aber die wird nicht geschlachtet. Die letzten Kuhklauen für heute. Keine Verletzungen bei Mensch oder Tier. Ist schön. Wunderbar, ein Traum. Träumchen. Träumchen, sehr schön. Geschafft. Dank des Klauenpflegers haben die Hofkühe nun wieder einen guten Stand. Fototermin heute auf dem Ziegenhof in Glasin. Guten Morgen. Guck mal, dann am besten hier vorne, da sind die, da ist das Licht am besten. Ja. Sidonie Beltmann und ihre Schwester Henriette brauchen neue Fotos für die Homepage. Sie wollen ihr Ziegeneis noch besser vermarkten. Zum anderen hat meine Schwester einen Termin bei der Grünen Woche besorgt für uns. Also 2 Tage Verkauf in Berlin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, das eingestellt. Ich habe das ja nicht gelernt und nix. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen vom Licht her, wie ein paar schöne Aufnahmen passen könnten. Guck mal, Sister. Ich gehe schon mal rein. Vorsicht, meine Damen. Jetzt hat das wieder nicht geklappt. Hallo. Buongiorno. Hi. Ja. Also ich würde die Kamera mal weglegen und es weiter mit dem Handy versuchen, weil die Bilder einfach zu sehr verwackeln. Heute ist es anders im Stall. Die Ziegen laufen aufgeregt hin und her. Auch Sidonie fängt keine wackelfreien Bilder ein. Husch, husch. Man merkt natürlich schon, die Ziegen sind halt mega neugierig. Wenn man sich immer ein bisschen Zeit lässt miteinander. Warte mal. Sachen zu fotografieren ist ja das eine, aber Sachen und Tiere zeitgleich zu fotografieren, ist, glaube ich, für... Okay, oh, lecker. Ja. Nicht so doll bewegen, Sido. Hier, oh, das heißt... Oh. Oh, mit Pfötchen. Oh. Vielleicht können wir jetzt doch noch mal mit dem Ding hier arbeiten. Jetzt sollen die Eisbecher noch mit ins Bild, aber die stellen die Schwestern lieber in die Futtergasse. Dort können sie die Ziegen nicht anknabbern. Oh, jetzt ist mir die Hose gerissen. Die Ziegen haben sich mittlerweile beruhigt und lassen sich leichter fotografieren. Knuddeln mal ein bisschen mit den Ziegen. Kuscheln, streicheln. Ach, du willst lieber fressen. Das passt auch gut. Kannst du immer lächeln? Ich. Hallo. Ungern. Ja, ja. Gut Ding braucht halt manchmal doch ein bisschen Weile. Dann hat man sich eingegroovt und dann klappt es. Warte mal, lass mich noch mal ein bisschen hier ran. Huch. Nee, aber das Schöne ist nämlich, dass man dann so ein bisschen in die Herde reingucken kann. Und die Tiere dann tatsächlich ja auch so ihrem Alltag nachgehen, sag ich mal. Wie mega entspannt die halt auch einfach sind. Warte mal, wollen wir es mal probieren? Wir gucken gleich mal, dass wir das nochmal in so einer extra Produktfotografenbox auch irgendwie hinkriegen. Aber wir lernen stetig dazu. Wir zeigen vollen Einsatz, nicht wahr? Absolut. Mit der Profibox soll es gelingen. Die Eisbecher halten ja schließlich still. Die kleinen Süßis. Zurück in Schleswig-Holstein. Nach einer Reklamations-E-Mail macht sich René in der Käserei auf Ursachensuche. Er will den Quarkabfüller auseinandernehmen. Das hier oben ist der Apfelstutzen. Hier wird nachher das Quarkglas drunter gehalten und der Quark abgefüllt. Und hier unten ist das Pumpengehäuse mit der Exzenter Schneckenpumpe drin. Und das wird angetrieben durch den Motor hier im Motorblock. Und da unten möchte ich jetzt gerne mal reinschauen, ob das alles so sauber ist, wie es sein soll. Alle 3 bis 6 Monate bauen sie die Maschine ohnehin routinemäßig auseinander.
Schimmel ist erst einmal kein Grund zur Panik, sagt er. Die Schimmelkulturen gehören zu unseren besten Freunden und Helfern. Ohne die wäre die Käsevielfalt weder auf Hofberg noch global das, was sie ausmacht. Aber beim Joghurt, Quark, Frischkäse haben sie nichts zu suchen. Per Essigsäurelösung sorgt für die Hygiene, während das Gerät steht und nicht genutzt wird. Das ist diese Excenta Schneckenpumpe. So, und hier drin haben wir in der Vergangenheit immer wieder Verunreinigungen entdecken können. Muss ich jetzt aber einfach sagen, dass das hier tadellos aussieht. Von allen Seiten durchleuchtet. Also hier, man sieht hier ein bisschen, aber das ist einfach Schaum von der Per-Essigsäure-Lösung, in der das gelagert wird. Möglicherweise wurde auch die Kühlkette beim Kunden nicht durchgehend aufrecht erhalten. Wenn dann der Quark beim Frühstück dreimal die Woche bei 20 Grad auf dem Frühstückstisch steht, kann sich da auch mal was etablieren, was sich da nicht etablieren soll. Was ich jetzt hier sehe, ist, dass die Routine-Reinigungsmaßnahme am Montag nach dem Quark abfüllen erfolgreich war. Andererseits ist es natürlich auch immer schön, wenn man einem Fehler eine klare Ursache zuordnen kann. Das bleibt jetzt auch aus. Es waren jetzt zwei Rückmeldungen von Kunden. Wir machen 1200 Gläser Quark jede Woche. Ich will es jetzt auch nicht überbewerten. Wir nehmen jede Kundenrückmeldung ernst. Wir gucken uns an, wo der Fehler gelegen sein könnte. Aber wir werden jetzt auch nicht wahnsinnig nervös und den ganzen Betrieb auf den Kopf stellen. Jetzt darf er das ganze Maschinenpuzzle Teil für Teil wieder zusammenbauen. Im Harz fummeln Daniel und Dieter Wehmeier an ihrem Hanomag-Trecker. Der Motor soll heute noch anspringen. So, jetzt können wir den reinsetzen. Jedes Teil ist hier fast 60 Jahre alt. Das sieht man dem Kühler auch an. Super, der ist drauf. Der ist drauf, ja. Das fehlt doch hier ein Teil und da ist es im Laufe der Jahre nicht mehr zu verwenden. Und das ist schon eine Herausforderung, aus dem Alteisen das Beste rauszumachen. 1992 haben die beiden das erste Mal den Motor getauscht. Heute also das zweite Mal, unterstützt von Hofmitarbeiter Hendrik. Der alte Hanomag ist quasi ein Familienmitglied. Diese Reparatur somit auch eine Gefühlssache. Also wir sind jetzt dabei und sind auf der Strecke quasi bei 80%. Der Motor ist drin, der Kühler sitzt. Jetzt kann die Dieselanlage hier installiert werden, dass er dann auch Diesel kriegt. Und dann sind wir kurz vorm Starten. Also wir sind wirklich auf der Zielebene. Nicht nur Kühlflüssigkeit wird gebraucht. Vater, hast du genug Diesel im Tank? Ja. Aber hier kommt nichts an. Aufdrehen im Benzinhahn. Ich habe den Dieselhahn schon aufgedreht. Ja. Grundsätzlich ist das ja unser Hobby und wir haben auch Spaß daran, ne? Wenn wir jetzt was falsch machen, ist okay, können wir ruhig mal. Muss ja nicht immer 100% richtig sein alles. Aber jetzt sieht es aus, als würde hier schon mal was anstehen. Diesel. Und der Diesel wird jetzt durch die Filter gepumpt, Vorfilter, Nachfilter, in die Einspritzpumpe. Als nächstes, ja jetzt tut sich was. Jetzt pumpt die Pumpe. Jetzt tut sich was. Probieren wir einfach mal, ob er schon mal die Zündung hat. Ja, Öldruck, Zündung, das ist alles gut. Das ist der Vorglüher. Lass mal einen Anlasser drehen. Ja. Gut. So richtig professionell entlüftet ist er auch nicht. Pump vielleicht noch. Ich trau mich will den Anlasser ja auch nicht zu lange drehen lassen. Nach kurzem Vorglühen und längerem Anlauf, der Motor springt an, der Apparat läuft. Komm mal raus. Top, läuft, voll geil.
Weiter. Die Wehmeyers haben es geschafft. Ihr alter Hanomag seit 1986 in Familienbesitz ist auch in diesem Jahr wieder am Start. Auf dem Ziegenhof im mecklenburgischen Glasin läuft das Fotoshooting weiter. Sie hatten schon ihren Auftritt. Jetzt wollen Henriette und Sidonie schauen, wie gut ihre Bilder im Stall geworden sind. Außerdem möchte ihr Partner im Einzelhandel neue Aufnahmen vom Ziegenmilcheis. Dafür haben sich die Schwestern extra eine Fotobox besorgt. Diverse Sammlung an hübschen Untertassen. Im Pausenraum hat sich viel Geschirr von zu Hause angesammelt. Omas Untertassen mit Goldrand sind perfekt für die Werbebilder. Die Fotobox wurde extra für solche Aufnahmen entwickelt. Gleichmäßig belichtet von allen Seiten und mit neutralem Hintergrund, den man nachträglich bearbeiten kann. Aber das ist ja wirklich krass. Mir reflektiert die Folie eigentlich ein bisschen zu doll. Das müsste ein bisschen matter sein, dass die Reflexion von diesem LED-Licht, guck mal, das finde ich nämlich irgendwie nicht so geil. Die Spannung steigt. Auch dafür hat Henriette vorgesorgt und Molton mitgebracht. Der schluckt das Licht. Ja, aber das ist schon mal besser. Das ist natürlich was ganz anderes und es macht es auch dann spannend und abwechslungsreich, dass wir das hier so ausprobieren können. Ich meine, selbst eine Eiskugel ist eine Herausforderung manchmal. Auch noch so ein Becher. Hier. Okay. Mm. Soll ich dir was sagen? Ja. Das können wir auch direkt essen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu warm hier drin. Ups. Okay, also das gefällt mir tatsächlich schon deutlich besser. Ach ja. Es gibt ja Leute, die sind da fulltime für angestellt, sowas zu machen. Kann ich das auch deutlich verstehen. Ja, das finde ich auch. Also man kriegt so ein bisschen Respekt vor allen Sachen, die man so als banal und alltäglich empfindet, gell? Mhm. So. Huch, ne? Dann lass uns reinschauen. Ich bin gespannt, ob überhaupt irgendwann ein Bild, was nicht verwickelt ist. Oh. Oh. Also ich finde das hier total süß. Das ist eins echt meiner Lieblingsfotos, muss ich ganz ehrlich sagen. Na klar, ein bisschen für die Ziege. Guck nicht so. Ja. Also mit dem Löffel finde ich definitiv, ist es besser, weil es ein bisschen lebendiger wirkt. Ja, genau. Das wirkt so. Mach mal wieder. Butter bei die Fische. Ich bearbeite das ein bisschen und dann ziehen wir das über das Grafikprogramm und dann machen wir es fertig. Dann sage ich. Tschüss, Mädel. Tschüss. Alles klar. Sidonie muss die Kinder abholen und Henriette zum nächsten Termin. Meine Damen, wir gehen gleich live. So. Heute wieder direkt aus dem Ziegenstall. Als Agrarscout hält Henriette oft Vorträge über Landwirtschaft. Jetzt hat sich eine Berufsschule aus Bayern angemeldet.